Hallo zum neuen Short Review Podcast mit Mein Name ist Lennet vom FND, französischer Nachrichtendienst. Und Sascha, was mag es mit diesem Gast auf sich haben? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir einfach mal in die Jugend zurück. In meine Jugend, das war in den 80er Jahren, aber vielleicht auch in eure Jugend. Was waren so Jugendbücher, die ihr von euren Eltern bekommen habt oder die ihr in der Stadtbücherei oder im Laden gefunden habt? Ich muss zugeben, ich war gar keine so große Leseratte in Bücherhinsicht. Ich habe gerne die Mickey Maus gelesen, später gerne Timo Struppi, das Yps-Heft, überhaupt so belgische Comics haben mich fasziniert. Bei Büchern hatte ich so meine Schwierigkeit. Ich habe natürlich eine ganze Menge Bücher in die Hand bekommen von meinen Eltern, damit ich lese. Und ich muss sagen, ich habe die Pippi Langstrumpf-Bücher gehabt, noch die ersten Auflagen, wo noch nicht abgeändert wurde, weil sie sich als Negerprinzessin bezeichnete. Ich habe sehr gerne die Jim Knopf und Lukas Bücher, also Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf und die wilde 13 gelesen, Robby Tobby und das Flievertüt. Das waren so Geschichten, die mich sehr fasziniert haben, weil sie sehr abenteuerlich waren. Ich war schon immer so der Abenteuertyp. Dazu haben mich Detektivgeschichten und Krimis, ja, so bisschen eben halt gereizt. Ich habe Sherlock Holmes Romane gehabt und auch Agatha Christie. Ich habe die drei Fragezeichen Bücher gehabt und auch Jules Verne. Gerade Jules Verne hat mich sehr fasziniert. 20.000 Meilen unter dem Meer, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Aber ich muss wirklich zugeben, ich habe sie fast gar nicht gelesen. Ich habe immer angefangen und wieder aufgehört. Ich war wirklich einer, der ganz schwer ins Lesen kam. Mein erstes Buch, was ich wirklich durchgelesen habe, ich habe es ja schon im letzten Podcast bei den drei Fragezeichen verraten, war Star Wars, das Imperium schlägt zurück, der Filmroman. Ich war absoluter Star Wars-Fan. Was blieb mir anderes übrig? Ich habe auch den Filmroman gelesen. Aber mit dem Lesen angefangen habe ich irgendwann auch. Und das muss ich sagen, das war erst 1990 mit der Ausbildung. Und da habe ich dann hunderte von Büchern verschlungen. Vieles nachgeholt. Und bisher tue ich das noch. Auch heute habe ich einige Jugendbücher nachgeholt, die ich im Regal stehen habe, seit ich klein war. Aber eben nie dazu gekommen bin. Und genauso bin ich jetzt auf diese Jugendbuchserie, um die es heute geht, auch gekommen. Geheimagent Lennet. Wie ich genau auf die Serie gekommen bin, kann ich nicht mehr genau sagen. Ich weiß nicht, ob ich es geschenkt gekriegt habe oder im Kaufhaus gesehen habe. Dieser Titel, Geheimagent Lennet, der ist mir auch immer im Gedächtnis eingebrannt. Ich habe dieses Logo gesehen und die zweite Auflage hat halt so ein blau gefasstes Cover mit einem bisschen besonderen Geheimagent Lennet Logo. Und genau das hat mich fasziniert und wahrscheinlich bin ich deswegen hängen geblieben. Ich habe einige Bücher gehabt. Gleich das erste, Geheimagent Lennet wird ausgebildet, hat mir meine Mama geschenkt. Und ich habe es natürlich damals versucht zu lesen, wie ich erklärte, aber nie durchgelesen. Heute habe ich mich einfach nochmal rangesetzt und habe die ganze Serie, die es in Deutsch gibt, es gibt genau 18 Bände, die damals im Schneider Verlag erschienen sind, sind aus dem Französischen übersetzt worden, aber dazu komme ich gleich nochmal genauer. Ich habe mir jetzt einfach mal gesagt, ich habe sie so lange im Regal stehen, da musst du sie doch einmal lesen. Und ich war doch recht angetan von der Serie und genau deswegen habe ich mir gedacht, rede ich einfach in diesem Podcast gleich mal darüber. Aber zuerst möchte ich noch mal ein paar Fakten loswerden. Der Autor dieser Serie nennt sich Leutnant X oder Lieutenant X. So steht es auf dem Cover, dem Französischen und auch dem Deutschen. In Wirklichkeit heißt dieser Mann Wladimir Volkov. Er war ein französischer Schriftsteller und hat sehr viel Spionageromane geschrieben. Besonders eben halt diese Jugendbuchreihe um Geheimagent Lennet oder L'Angelot, wie er im Französischen heißt. Volkov wurde 1932 in Paris geboren und starb 2005 und hat wirklich mal für den FND, den französischen Nachrichtendienst, gearbeitet. Entstanden ist die Serie zwischen 1965 und 1996. Lennet hat insgesamt 40 Abenteuer erlebt. Ja, 40. Warum 18 Bände? Ja, weil leider nur 18 dieser 40 Abenteuer in Deutsch veröffentlicht wurden. Dazu wurden die Bände sogar noch gekürzt. Also ich weiß nicht genau, welcher Band gekürzt ist. Einige sollen ungekürzt sein, einige wurden um Kapitel gekürzt, damit man immer eine Länge von gut 120 Seiten hat. Wer das aufmerksam liest, merkt natürlich, dass da gewisse Unstimmigkeiten sind, ein bisschen Längen oder sprunghafte Ereignisse. Die Bücher sind aber auch eben halt sehr klassisch aufgebaut. Man merkt eben halt ein ganz anderes Verhalten von früher. Lennets Beziehung zu seinen jungen Freundinnen. Er hat immer junge Mädels um sich herum, mit denen er schwimmen geht, mit denen er ein bisschen anbandelt, aber es bleibt immer auf einer platonischen Ebene. Er flirtet, kann man fast gar nicht sagen. Man wundert sich eigentlich, dass das immer so kurz davor ist und seine beste Freundin, die auch im
zweiten Band der erste Auftrag vorgestellt wird, Sylvia, die zeigt schon Ansätze, dass sie in ihn verliebt ist, aber da passiert nichts. Also das ist sehr ungewohnt überhaupt in diesen Büchern. Also diese romantische Ader fehlt da sehr. Auch wenn sie mal versucht wird, wirklich eingebaut zu werden, ihm ist das schriftstellerisch nicht gelungen, da wirklich etwas herauszukitzeln. Sehr, sehr schade, weil das vermisst man schon, dieses Miteinander. Männerfreundschaften dagegen sind ein wenig detaillierter, dieses Kumpelhafte, wenn er seine Kollegen trifft oder auch Kameraden, mit denen er dann zusammenarbeiten muss, das funktioniert ein bisschen besser. Die Mädels, das ist noch immer so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen schüchtern, aber man muss auch sagen, wann ist das entstanden? Wenn man 1965, 70, diese starken Frauen, die wir heute kennen, die genauso zuhauen können wie ein Mann, die gab es noch nicht so in dieser Sicht und das war sehr klassisch eben angehaucht. Aber das macht es auch nicht. Die Geschichten sind trotzdem sehr spannend und die Charaktere, ich meine, ich will nicht sagen, die Frauen sind nicht stark. Die Sylvia hält einiges aus und muss Verhöre über sich ergehen lassen. Und das ist also wirklich nicht schlecht inszeniert. Interessant ist auch, dass es einen Spin-off gab. Zwei Bände sind erschienen mit einer Agentin, Corinne, oder im Deutschen wird sie Corinna genannt. Die erlebt natürlich ähnliche Spionageabenteuer wie Lennet und sollte so die Mädchen eben ansprechen. Aber eben nach zwei Bänden war Schluss. In Deutsch sind diese Bände nie erschienen. Corinna hat aber zwei Auftritte in der Lennet-Serie. Einmal im ersten Band, von uns aus gesehen, wird ausgebildet. Und Kommando Sonderurlaub. Das ist der letzte erschienene Band. Also man muss dazu sagen, die Titel sind nicht von 1 bis 18, die 1 bis 18, wie sie im Original sind. Es ist wahllos rausgegriffen. Und sie sind im Deutschen auch durcheinander erschienen. Abgesehen vom ersten Band und dem zweiten, erster Auftrag ist der zweite Band, ist die Reihenfolge nicht eingehalten worden. Die Reihe hat in Deutschland mehrere Auflagen. Somit gibt es einmal diese Auflage, die mich damals zum Kauf animiert hat, eben in diesem blauen Cover, wo ähnlich wie bei den drei Fragezeichen ein etwas kleineres Bild war, eingerahmt eben vom Titel. Die erste Auflage hat dieses kleine Motiv dann immer als Vollcover gehabt. Im Buch selbst gibt es auch zahlreiche Illustrationen, die so ein paar Szenen und Charaktere aus der Geschichte widerspiegeln. Cover und auch diese Illustrationen wurden von Walter Rieck gezeichnet. Diese sind schon sehr ansprechend gezeichnet, auch wenn sie stark den Entstehungsjahrgang der 60er, 70er widerspiegeln. Die Frisuren, die Klamotten, all das erkennt man doch wirklich darin. Sehr interessant ist aber natürlich die unterschiedlichen Auflagen. Gibt es einige der neueren Auflagen mit dem blauen Cover, wo diese Illustrationen fehlen gegenüber der Erstauflage? Auch inhaltlich scheint es eine Überarbeitung gegeben zu haben, denn fast in allen Bänden wird Lennet als Agent vom FND, dem französischen Nachrichtendienst, vorgestellt. In den Bänden, die ich habe beide Versionen, Erstauflage, Zweitauflage, es ist leider nicht ganz so wirklich gekennzeichnet wie heute, erste Auflage, zweite Auflage, dritte und so weiter, ist mein zweiter Band, also Geheimagent Lennets erster Auftrag, wohl eine Erstauflage. Denn dort wird er nicht als Agent vom FND bezeichnet, sondern ich zitiere es wirklich mal hier raus, er ist vom DUL, der Direktion der Überwachung des Landes, eine Art Oberpolizei. Sehr seltsam. Das ist der einzige Band, wo er sich eben halt als DUL, jetzt schlage ich auf das Buch, ist der einzige Band, wo er sich als DUL-Agent bezeichnet. Und FND klingt aber wirklich cooler. Es ist auch leichter zu merken, wie eben FBI, CIA, BND, Bundesnachrichtendienst, wie es in Deutschland heißt, es ist einfach eben halt ein bisschen angenehmer. Dübel, das klingt irgendwie ja wie ein Spülmittel, wie ein Dübel, jedem das seine. Aber ich bin froh, dass man diese Übersetzung dann geändert hat. Aber wer ist Lennet eigentlich? Er hat keinen zweiten Namen, er wird wirklich nur als Lennet bezeichnet. Er hat einen Vor- und einen Nachnamen, nur wenn er eine andere Identität annimmt. Ich lese einfach mal noch einen Absatz aus Geheimagent Lennets erster Auftrag vor, wo er beschrieben wird. Er war von kleinem Wuchs und blond, eine Haarsträhne fiel ihm in die Stirn. Er hatte ein offenes, freundliches, ein wenig schelmisches Lächeln. Mehr als 18 Jahre schien er nicht alt zu sein. Das beschreibt ihn ganz gut, diesen kleinen, ja, unscheinbaren Agenten, der viel zu jung ist für diesen Beruf, aber eben einiges drauf hat. Er hat eine sehr harte Ausbildung genossen, die wird wirklich beschrieben. In Geheimagent Lennet wird ausgebildet, da wird erzählt, wie er eben zum FND kommt, wie er dort einen kleinen Fall sogar bei der Ausbildung löst, wo ein Spion eingeschlichen hat.
Ja, so musste er sich gleich am Anfang schon bewähren. Das ist sehr interessant erzählt. Es ist aber nicht zu vergleichen mit eben heutigen Action-Thriller-Geschichten. Also die Action sind ein bisschen geringer. Es ist auch zwar ein bisschen übertrieben und überzogen, wenn man sich die Episode Die Astronauten zu Gemüte nimmt. Dort geht es um die Mars-Mission. Das war auch schon in den 60er Jahren oder 70er Jahren, wo das Buch erschienen ist, ein Thema. Aber bis heute gab es diese Mars-Mission nicht. Es ist aber interessant, wie einfach gestrickt eben halt trotzdem die Geschichten gedacht sind. Und doch sind sie auch komplex. Es gibt da eine größere Bösewichtsorganisation, so eine Wirtschaftskriminalitätsorganisation, die nennt sich Sphinx. Die taucht immer wieder mal auf. In diesem Rahmen gibt es natürlich auch einige Charaktere, die für Sphinx arbeiten und wiederkommen. Es ist aber manchmal ein bisschen schwer zu sehen, dadurch, dass die Bücher nicht in der richtigen Reihenfolge in Deutsch erschienen sind und auch einige fehlen, sind natürlich so diese wiederkehrenden Elemente ein bisschen schwer zu erkennen. Immer dabei dagegen ist Hauptmann Montferrand, Lennets direkter Vorgesetzter und Ansprechpartner beim FND. Interessant ist aber auch, der FND wird geheim gehalten. Der Montferrand hat seinen Vorgesetzten, auch im Ministerium, und doch wird geheim gehalten, wer der wirkliche Vorgesetzte ist. Das ist so ein bisschen mysteriös. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen James Bond eingebaut hat oder ob es wirklich so ist, diese Geheimhaltung. Es ist interessant zu sehen. Von seinen Bekanntschaften und Freundinnen oder so bleibt eigentlich nur die Sylvia wirklich erhalten, die in mehreren Bänden auch im Deutsch zu finden ist, zusammen mit ihrem Vater, Professor Marais, einem Raketenwissenschaftler. Beide verstehen sich sehr gut. Und ich muss sagen, ich hätte es auch gut gefunden, wenn da eine Romanze wirklich drin gewesen wäre. Aber es ist so platonisch. Er ist 18, sie ist 17. Gut, das ist natürlich ein junges Jahr. Ich glaube, sie ist 17, wenn ich mich recht entsinne. Es ist alles sehr platonisch gehalten. Und es wirkt ein bisschen seltsam, wenn man das liest. Weil man denkt manchmal echt, warum machst du nichts? Da ist doch was. Und da sollten doch Emotionen sein. Du musst auch ein bisschen verführen, um eben halt aus den Mädels was rauszukitzeln, so wie James Bond das gemacht hat. Aber es ist nicht der Fall. Ist schon sehr interessant und sehr lustig zu sehen. Ja, es entsteht dadurch auch ein bisschen unfreiwillige Komik. Neben den Büchern sind sogar drei Geheimagent Lennet Hörspiele erschienen. Schneider Ton, also im gleichen Verlag wie der Roman, ist sozusagen diese Hörspielreihe erschienen. Drei Fälle haben sie sich rausgesucht, die umgesetzt wurden. Einmal Lennets erster Auftrag, Lennet und der Auftrag Nebel, eine wirklich sehr spannende Geschichte, die in Kanada spielt, wo in einem Wolkenkratzer wohl eine Spionage stattfindet und ein Anschlag auf die Wirtschaft des Landes eben halt stattfinden soll. Und Lennet muss das verhindern, zusammen mit einem Mitarbeiter, Phil Himbeer. Himbeer, also allein der Name ist schon sehr göttlich. Auf jeden Fall ist es wirklich ein sehr guter Fall. Das dritte Abenteuer der 1997 erschienenen Reihe war Und die Astronauten. Darum geht es um die bereits schon mal erwähnte Mars-Mission. Mir gefällt auf jeden Fall sehr gut, dass die Sylvia eben in dem ersten Auftrag auftaucht, seine beste Freundin ist. Und der Professor Marais ist eben halt ein wichtiger Charakter in der Lennet-Reihe. Und denen gebührt natürlich so ein schöner Auftritt in einer Hörspielreihe dazu. Gesprochen hat Lennet damals Pia Franc. Und ich hatte den Namen vorher noch gar nicht gehört. Es sind sehr unbekannte Sprecher aus der heutigen Hörspielszene. Natürlich ist da auch mal ein Gastauftritt dabei, wie Hans-Georg Panzak, die Stimme von Luke Skywalker. Die Bücher wurden damals von Hans Wiese geschrieben und er hat sie ein bisschen verbessert. Er hat diese leichte Romanze, auch die ich jetzt vermisst habe vorher in den Büchern, ein wenig wieder reingenommen. Insbesondere eben in Auftrag Nebel. Dort hatte eine Angestellte, die Grigri, kennengelernt, die unterstützt ihn ein wenig und ja, am Ende verabredet er sich mit ihr und er flirtet ein bisschen besser mit ihr. Es funktioniert ein bisschen, es ist ein bisschen runder. Es ist eine sehr schöne Reihe. Diese drei Hörspiele, kann man so sagen, sind natürlich jetzt etwas seltener. Sie sind nur auf Kassette erschienen und man zahlt da schon ganz gut Geld. Ich glaube, Kassetten können bis zu 30 Euro mittlerweile kosten unter Sammlern. Die Romane selbst auch sind mittlerweile nicht mehr erhältlich, auf Flohmärkten natürlich und Gebrauchthäuser wie eBay und Co. findet man sie noch. Ich selbst habe sie mir auch da zusammengekauft. Ich habe als Kind nie alle gehabt und vor ein paar Jahren habe ich mal gesagt, ich muss sie eigentlich komplett haben und habe sie mir dann auch zusammengesucht. Kann ich sie heute noch empfehlen, die Geheimagent Lennet-Reihe? Also auf jeden Fall kann ich sie noch empfehlen, aber auf die Jugend heute diese noch loszulassen, ist ein bisschen schwierig. Es ist halt ein anderer Stil, mit dem die Bücher geschrieben sind. Auch die Übersetzung ist ein wenig ja, klassisch oder älter. Es gibt dann so einen Satz,
wo Lennet die grüne Minna ruft, wo er also sozusagen eine Polizeieinheit ruft. Aber wer weiß heute noch, was die grüne Minna ist? Ich musste selbst nachschlagen, obwohl ich eben ja 80er Jahre sozusagen miterlebt habe. Gleichzeitig ist Lennet aber auch ein bisschen ruhiger. Also es gibt auch Schießereien, Verfolgungsjagden. Lennet wird gefangen genommen, ein wenig klassisch gefoltert mit Wahrheitsserum. Jetzt nicht mit Finger abschneiden, Verletzungen zufügen. Sowas ist natürlich jetzt nicht drin. Schön sind auf jeden Fall die sehr vielen fantastischen Elemente. Ja, richtig fantastisch natürlich nicht. Mars-Mission ist schon sehr fantastisch, weil es so eine zukunftsorientierte Aktion ist. Aber es sind auch einige Charaktere dabei, die sehr strange und geheimnisvoll sind. Es gibt da ein Mädchen, was mit Schlangen sprechen kann und immer Schlangen um ihre Arme trägt. Dann Professor Marais interessiert sich für Geisterbeschwörung und holt dann in spiritistischen Sitzungen Geister und sprechen mit ihm. Dann gibt es da Hologrammtechnik. Es sind alles schon diese Ansätze, mit denen man sich damals beschäftigt hat und die sind dort eingeflossen. Das ist alles sehr interessant. Vielleicht auch ein bisschen humoristisch zu sehen, weil wir heutzutage mit der Technik da sind, wo sie damals gerne wären. Unabhängig davon, wenn man Geheimagent Lennet ein bisschen modern anpassen würde, würde es auch noch heute funktionieren. Die Figur hat was Zeitloses und ich muss sagen, man kann daraus auch eine tolle TV-Serie machen. Also Leute, wer das hört hier, Geheimagent Lennet ist eine interessante Vorlage für eine schöne Serie. Kann man nicht anders sagen. So, aber das soll es jetzt gewesen sein mit meinem Rückblick in meine Jugend, in meine Jugendbuch-Lesezeiten, die ich nicht gelesen habe, aber gesammelt habe und heute anfange darüber zu sprechen und sie heute anfange mit meinen erwachsenen Lenzen sie zu lesen. Habt ihr auch Lennet gelesen? Und wenn ja, welche Erinnerungen habt ihr an diese Serie? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir überhaupt, was ihr dazu denkt. Soll ich nochmal über meine anderen Jugendbücher, sei es Robby Tobby und das Flievertüt, Jim Knopf und Lukas oder andere Bücher reden? Ich freue mich über jedes Like und über alle, die nochmal sich ja, wiederfinden im nächsten Podcast. Bis dahin, euer Sascha und Lennet.